Hallo liebe Lebensrocker, Anki und ich sind jetzt an der Ostwacht. Ihr seht sie hinter mir und ja, ab morgen wagen wir uns ins Gebirge. Da drüben seht ihr schon, was uns erwartet. Wir werden zwei Anstiege haben auf dem Weg nach Innsbruck. Es geht, glaube ich, hoch bis auf 1700 Höhenmeter. Ich glaube, morgen allein haben wir 400 bis 600 Höhenmeter zu überwinden, um darauf zu gelangen, Richtung Oberjoch. Und von da aus geht es dann weiter Richtung Reute in der Nähe von Füssen. Und da werden wir ganz schön kämpfen, ganz schön zu beißen haben. Aber mein Rocky ist frisch geladen. Er ist gerade noch im Anhänger und der wird morgen ja vollen Einsatz haben und die Lotti darf auch mitlaufen. Und dann drückt uns die Daumen, dass wir das jetzt alles gleich gut miteinander rocken. Ja, ich freue mich schon. Ich bin gespannt, wie es wird und habe aber auch Respekt davor. Aber ich freue mich, da jetzt weiter oben zu sein. Bevor wir uns an den epischen Anstieg nach Oberjoch wagen, seht ihr jetzt noch kurz, wie wir es überhaupt bis hierher geschafft haben und wie wir die Fahrräder fit gemacht haben für den Anstieg. Hallo liebe Lebensrocker, ihr könnt es an den Bergen hinter mir erkennen. Wir sind im Allgäu und ja, die Alpen rücken immer näher. Wir haben den Illerradweg verlassen und sind hauptsächlich auf geteerten Wegen unterwegs. Nur hier machen wir jetzt nochmal eine kleine Ausnahme, denn ja, hier hat es in der Nähe was zu besichtigen, nämlich eine Grotte. Da kommt schon mein Rocky. Da ist er. Ja, und die Lotti gibt ihm gleich den Begrüßungskuss, gell? Okay. So. Genau, erstmal markieren. Und zu der Grotte gehen wir jetzt kurz zusammen runter und schauen uns mal an, was es da zu sehen gibt. Wir sind hier also kurz vor Sonthofen gerade, also zwischen Kempten und Sonthofen auf der rechten Illerseite. Und ja, warum haben wir den Illerradweg verlassen? Weil das einfach alles Schotterpiste ist. Und das ist ein bisschen too much bei meinem Beladungszustand. Deswegen versuchen wir so einen Mittelweg zu machen, dass wir halt nicht ja, neben der Bundesstraße herfahren müssen, aber eben und auch nicht auf dem Schotter, aber eben trotzdem ein bisschen was von der Landschaft sehen. Und ja, Halleluja. Ich glaube, das gelingt uns gerade ganz gut. Okay, ist also noch was aus dem Ersten Weltkrieg, wurde das gebaut hier. Und da war jetzt auch gar kein Hinweisschild, ich habe das nur über Komoot gesehen, da war ein Foto drin.
weil hier schon einige Radler vorbeigekommen sind und das empfohlen haben. Ja, wir haben jetzt beide unsere Winterschlafsäcke. Ich habe auch noch einen ergattern können und jetzt sind wir quasi bereit für die Alpen und hoffen wirklich, dass das Wetter hält. Aktuell regnet es immer mal nachts, aber tagsüber sieht es echt gut aus. Ja, Sonnenbrille ist drauf, Sonne scheint. Super. Ja, genau. Also es ist untypisch warm für die Zeit, finde ich. Und ich kenne das von den Alpen auch fast nur so, dass da halt so ein Zuckerhut oben drauf liegt, dass da Schnee liegt auf den Gipfeln. Und jetzt hier von weiter Ferne sieht man, nee, da liegt noch nichts. Aber was nicht ist, das kann ja noch kommen und das werdet ihr dann bald erfahren, wenn wir uns aufmachen in die Alpen. So, wir sind back on track und ja, auch hier auf diesen Straßen geht es immer mal wieder auf und ab und wir haben gerade auch noch Gegenwind. Deswegen ist wieder Husky-Antrieb gefragt, gell? Ja, alle, hopp! Ja, sehr cool. Ja, wir haben das ja vorhin mit dem Campingkocher noch warm gemacht. Das ist jetzt gerade Wasser aus der Ostrach. Und ja, jetzt hat das natürlich die Duschtemperatur. Ja, perfekt. So, dann kann ich dir auch noch den Kopf waschen, oder? Beide frisch gewaschen. Fühlt sich doch gleich besser an, oder? Ja, doch, durchaus. Dankeschön. Ehekrise zwischen Lotti und Rocky, denn wie ihr seht, ist ein bisschen mal ein Stock, der mal ganz war, den hatte Lotti die ganze Zeit zu spielen, aber Rocky hat ihn ihr weggenommen und zerstört. Lotti ist tief traurig, der ihr Stock jetzt weg ist. Es gibt auch noch einen neuen Stock. Ecke. Oh.
Für was denn? Für die Berge natürlich. Ah ja, klar, Alpenüberquerung, ne? Easy going, alles wie immer, daily business. Also nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was wir jetzt zu leisten haben. Es sind knapp 6000 Höhenmeter, bis wir drüben ankommen in Italien am Meer, die wir jetzt überwinden müssen bei dieser Alpenüberquerung. Also ich glaube, es ist die heftigste Alpenüberquerung. Nein, ich glaube es nicht nur. Es ist die heftigste, die ich je gemacht habe. Und für die Anki ist es auch heftig. Und ja, allein schon, weil wir eben jetzt die zwei Hunde mit dabei haben. Den Rocky und die Lotti. Genau. Und mit euch geht's jetzt über die Alpen. Gemeinsam greifen wir an mit dem Mörder 220 Kilo Fahrrad. Hatten wir auf der LKW-Waage, wo ich mit drauf war. Also mit beiden Hunden, mit Anhänger, mit Fahrrad und mir sind das 220 Kilo und die müssen wir jetzt, ja, den Buckelnuff kriegen auf gut Deutsch. Ja, mal gucken, wie das so klappt. Also für mich ist die erste Alpenüberquerung, ich habe noch keine gehabt, nein. Also deshalb bin ich umso aufgeregter, das jetzt mal hier zu wuppen und zu rocken, aber ich denke, das kriege ich hin. Ja, nachher heule ich noch, wer weiß. Anki und ich bereiten uns jetzt langsam auf den Anstieg vor. Wir haben jetzt so 5 Kilometer Radwanderung vor uns. Und ja, Anki, erzähl mal, was hat es denn da mit der Schiene auf sich, die du da trägst? Ja, ich habe schon, keine Ahnung wie lange, ein Problem mit meiner Kniescheibe. Also die ist schon ein bisschen verrutscht. Die einfach eine Kniescheibenfehlstellung. Also die sitzt ein bisschen weiter oben als es eigentlich soll und dadurch habe ich halt die Schiene, weil da ist auch kein Knorpel da und dann reibt halt Knochen auf Knochen und die Schiene stützt es ein bisschen und schiebt die Kniescheibe zumindest einigermaßen in die richtige Richtung, sodass es eben nicht ganz so weh tut. Ja, deshalb wird es auch nochmal eine spezielle Herausforderung für mich mit dem Berg und meinem Knie. Ja genau, also die Physiotherapeuten und so, die haben gesagt, Radfahren ist deswegen auch mitunter der beste Sport für sie, weil da die Gelenke geschont werden. Und jetzt beim Anstieg gucken wir mal, also bei meinem Fahrrad spanne ich auf jeden Fall den Rocky mit ein und ja, ich kann ja natürlich auch noch ein bisschen Gepäck abnehmen, damit sie es nicht gar so schwer hat, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine umso größere Leistung, mit dem, ja, ich sag mal, Handicap da trotzdem den Hügel hochzuschaffen. Und ja, das müssen wir sehr sachte angehen, gell? Und musst du einfach auf dein Gefühl hören. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Pausen dann machen. Das muss ich einfach mal gucken, wie es so läuft dann selber mit dem Berg. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, einfach ein paar Pausen mehr machen vielleicht und ein bisschen Dehnübungen ein bisschen lockern, dann geht es. Ja genau, und die Anki hat ja auch schon an so Megamärschen teilgenommen. Wie viele Kilometer bist du da gelaufen? 50 Kilometer am Stück jeweils, genau. Okay, also sie ist definitiv wandererprobt. Und hattest du da die Schiene an oder ging das sogar so? Teilweise. Also ich habe am Anfang der Strecke habe ich sie weggelassen und danach habe ich sie hingemacht, weil bei den 50 Kilometern hat man ja 12 Stunden Zeit. Also innerhalb von 12 Stunden bin ich die gelaufen und dann die ganze Zeit 12 Stunden die Schiene zu tragen, ist auch nicht so gut wegen der Muskulatur. Die arbeitet ja dann gar nicht und deshalb habe ich sie ja teilweise mal weggelassen und teilweise dran. Ja, ja und heute ist so, also wir haben hier wirklich nur das Ziel 5 Kilometer bergauf wandern. Verglichen zum Megamarsch hat sie aber natürlich noch ihr Fahrrad zu schieben halt. Also das schlägt so mit, wie viel waren es, 50 Kilo, glaube ich, ins Gewicht. Ja. Ja, und dementsprechend denke ich, das ist dann auch genug für heute, 5 Kilometer, weil wir ja, wie gesagt, nochmal 4 weitere Anstiege haben in den kommenden Tagen. Und ja, da machen wir ganz langsam und gucken, dass wir uns schon auch, dass genug Pausen für die Hunde dabei sind. Genau, die brauchen das ja genauso, mal eine Pause, aber jetzt sind sie gerade noch tiefenentspannt. Mal gucken. Genau, Rocky ist frisch geladen und ich würde sagen, lass uns loslegen. Flaschen soll ich denn auffüllen? Ja, 2 sind gut. 2. Okay.
So, der Radweg ist hier zu Ende. Jetzt geht's auf der Straße weiter. Und ja, deswegen haben Anki und ich kurz unser Outfit gewechselt. Ja. Ja, und jetzt heißt Schiebung, Schiebung. Der Rocky macht ganz fleißig mit, gell? Machst ganz spitze mit. Er zieht gerade das Fahrrad allein. Wasser haben wir genug dabei. Und ich musste teilweise auch schon wieder nebenher joggen. Ja, hier auf dem Pass müssen wir richtig beißen. Und in 1-2 Kilometer kommen wir zurück auf den Radweg, der bedeutend steiler ist. Aber den werden wir dann nehmen. Einfach, damit wir nicht mehr hier an dem Verkehr sind. Das ist einfach zu gefährlich. Aber dafür ist natürlich noch mal ein Vielfaches mehr an Krafteinsatz notwendig. Gell, Rocky? Und da hinten kämpft die tapfere Anki sich den Berg empor. Ich habe gleich ein bisschen Stau gemacht. Das hat es ganz schön in sich, ey. Mich hat die Feuerwehr gejagt. Puh, endlich zurück auf dem Radweg. Huiuiuiui. Ist heiß geworden, hä? Bisschen heiß geworden, ja. Schwitze kommen. Lotti und ich schauen jetzt mal, ob sich der Kampf gelohnt hat, ob es hier schon eine gute Aussicht gibt. Komm Lotti, komm her, gehen wir hier hoch, gell? Zusammen? Genau. Oh, die ist viel schneller als ich. Ich glaube, die stammt vom Steinbock ab, hey. Unglaublich, hey. Ja, doch. Was meint ihr? Ich finde, das lässt sich sehen hier. Ah, du Maus, wie ist die Aussicht? Gefällt dir das? Ich glaube, das ist ganz gut, gell? Ja, ist ganz gut, oder? Wenn wir da runter gucken. Du bist eine Bergziege, das ist aber wohl ganz klar. Das sieht aus nach 18% Steigung. Ja. Brutal, ey. Was meinst du, Anki? Ja, wir schaffen das. Also, wir kommen da jetzt heute noch hoch. Ach, mal hin. Die Frau ist knallhart, ey. Anki und ich haben die 1000 Höhenmeter geknackt. Halleluja! Jetzt kommen die Milchkühe, gell? Ja, jetzt kommen die Kühe. Ja, was soll man zu dem Anstieg sagen? Also ich würde sagen, this is madness! Ja. Ja, der Rocky hat es jetzt aufgeschnappt. Dass da Kühe sind, genau, da drüben da ist ein Stier. Müssen wir mal gucken, wie der Stier drauf ist. Ja, deswegen, ich würde sagen, die kommen jetzt mal in den Hänger, während wir da durchlaufen. Ich glaube, ein bisschen besser. Hier wimmelt es voller Stiere. Die haben es auf meine Anki abgesehen. Das ist ganz schön Action geboten, aber das ist der offizielle Radweg, der hier durchgeht. Da muss man manchmal sprichwörtlich durch die Kuhscheiße. Gell, Rocky? Du siehst glücklich aus. Ja, geschafft haben wir es. Richtig gut. Anstrengend, aber es hat geklappt. Ja, Daumen hoch für Anki, würde ich sagen. Wir sind auf 1200 Höhenmeter.
So, wir sitzen jetzt im Zelt. Ich habe gerade meine Schuhe angeschaut und ja, da steckt ganz schön was drin, hä? Eine Glasscherbe habe ich da gerade entdeckt. Boah. Wie krass, schaut mal, wie lang die ist. Ui, da habe ich richtig Glück gehabt. Die könnte auch in meiner Fußsohle stecken. Richtig krass, habe ich auch noch nie gehabt, sowas. Hallo liebe Lebensrocker, wir sind jetzt im Tannheimer Tal und freuen uns, dass es gerade mal wieder Asphalt gibt, denn gerade eben waren wir noch auf der Mountainbike-Strecke. Das war ein ordentliches Gehopper und hier ist jetzt gerade mal ein Abschnitt, das ist wunderschön flach. Überall die Milchkühe, ja, bestes Wetter. Wir sind ja echt erstaunt, wir haben jetzt 2. Oktober und immer noch kein Schnee hier auf den Gipfeln. Wir würden uns sonst wahrscheinlich schon den Arsch abfrieren. Aber jetzt ist hier echt immer noch alles sonnig. Nur ein paar Wolken am Himmel und überall die Milchkühe. Ja, ist gerade wunderschön zu radeln. Und eine schöne Abwechslung nach dem harten Anstieg von gestern. Bereit, ja? Ich bin bereit. Das ist der Haldensee. Alla Theoriti! Mit dem Tannheimer Tal haben wir auch Österreich erreicht. Ja, das erste Mal im Ausland sozusagen. Natürlich noch alles deutschsprachig hier und der Euro bleibt uns auch erhalten. Aber man sieht auf jeden Fall, dass unsere Reise vorangeht. Und ja, so einige Menschen, die jetzt halt erfahren, wo wir herkommen aus Stuttgart, die schütteln jetzt schon den Kopf mit meinem riesigen Fahrrad. Ja. Wenn wir denen dann noch sagen, wo wir hinwollen, nach Kreta, dann sind die voll ins Bach und schütteln den Kopf. Und ja, hier ist der Pass, der alte Gachtpass heißt der, ne? Ja. Auch richtig gelesen gerade noch. Genau. Ja.
Und ja, ihr seht schon, das ist jetzt eher was für Mountainbiker. Also wir haben jetzt schon den einen oder anderen Trail hinter uns in den letzten Tagen. Und ja, wir versuchen den Schotter zu vermeiden, wann es nur geht, weil einfach too much, gell? Ja, also ich konnte heute teilweise schon gar nicht runterfahren, weil meine Reifen immer oder meine Räder weggerutscht sind. Also das war für mich nicht machbar. Ja genau, also es braucht schon richtig Übung. Ich bin noch runtergefahren, aber natürlich ganz langsam, wirklich in Schrittgeschwindigkeit oder so. Und man muss mit jedem größeren Stein sofort aufpassen. Ja, deswegen fahren wir jetzt hier die Straße dann runter. Runter zu geht es ja gut. Und hier ist jetzt auch nicht so arg viel Verkehr. Deswegen freuen wir uns, dass wir es jetzt mal rollen lassen können. Ich habe ja gesagt, bei der Alpenüberquerung hier erwarten uns 5 heftige Anstiege. Und ja, den ersten haben wir hinter uns. Der jetzt ist so ein mittlerer. Den hatte ich noch gar nicht mitgezählt. Das sind hier mal auch nochmal 300 Höhenmeter, was wir machen müssen. Aber der zweite, der dann ab morgen auf uns wartet, der hat es richtig in sich. Der hat nämlich 600 Höhenmeter, die wir rauf müssen. Und ja, eventuell ja, können wir da ein bisschen tricksen mit der Bergbahn, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Wenn nicht, dann wird das ein richtig epischer Kampf, den ihr da bald seht. Ob es uns gelingt, die Almbahn zu nehmen oder ob wir die ganzen Höhenmeter selbst erklimmen müssen, das seht ihr im Video nächsten Freitag. Abonniert einfach unseren Kanal und dann geht's weiter.